Somit rufe ich nun auf Top 12. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, 13. Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes, Drucksache 209600 zu Drucksache 209456 zu Drucksache 208760. Und ich darf zunächst Herrn Dr. Falk von der CDU-Fraktion das Wort zur Berichterstattung erteilen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 20-9583, und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. CDU, Bündnis 90 die Grünen gegen SPD, AfD, Die Linke, Enthaltung Freie Demokraten. Bericht. Der Gesetzentwurf war dem Kulturpolitischen Ausschuss in der 120. Plenarsitzung am 17. November 2022 nach der zweiten Lesung zur Vorbereitung der dritten Lesung überwiesen worden. Der Kulturpolitische Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 56. Lesung am 23. November 2022 beraten und die unter A wiedergegebene Beschlussempfehlung an das Plenum ausgesprochen. Zuvor wurde der Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache 20-9560, mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen, AfD, gegen SPD, die Linke, bei Stimmenthaltung Freie Demokraten abgelehnt. Der Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90, die Grünen, Drucksache 20-9583, wurde mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen, gegen AfD, bei Stimmenthaltung SPD, Freie Demokraten und die Linke angenommen. Ich verzichte auf das Verlesen der 23-seitigen Anlage. Vielen Dank, Herr Dr. Falk. Zu diesem Gesetzentwurf liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Die Linke vor. Das ist die Drucksache 20-9648 sowie ein Dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 20-9609. Die Fraktion der Freien Demokraten hat mir zudem mitgeteilt, dass der Dringliche Antrag ebenfalls abgestimmt werden soll. Das bestätigen Sie noch einmal durch Nicken. Prima. Und nun darf ich Herrn Dr. Falk als ersten Redner das Wort erteilen. Sie haben das Wort, 5 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir treffen uns heute zur dritten und abschließenden Lesung zum Hessischen Schulgesetz. Ich möchte an der Stelle dem Hessischen Kultusministerium mit Professor Alexander Lorz an der Spitze ganz herzlich für den Gesetzentwurf danken. Und dem Justizministerium mit Professor Roman Posek an der Spitze für die rechtsstaatliche Prüfung, was für mich eine sehr wichtige Aufgabe ist. Und ich bin froh, dass es andere Menschen machen als ich. Das ist, glaube ich, sehr, sehr viel Fleißarbeit, aber auch sehr, sehr wichtig für unseren Rechtsstaat. Ich möchte den Anzuhörenden ganz herzlich danken für ihre Anregungen und auch der Opposition für ihre Begleitung in diesem Gesetzgebungsverfahren. Wir gestalten die Vorgaben für die Digitalisierung des Schul- und Bildungswesens so, dass der Einsatz neuer Medien einer zeitgemäßen Unterrichtsgestaltung entspricht und datenschutzkonform umgesetzt werden kann. Wir regeln die Förderung des Ganztagsausbaus und die Möglichkeiten für Schulträger, den steigenden Bedarf an ganztägiger Betreuung gerecht zu werden und organisieren zu können. Die Schulträger können in Zukunft zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auch ohne Antrag der Schulkonferenz Schulen zu Schulen mit Ganztagsangeboten entwickeln. Das ist ein wichtiger Schritt zur Erfüllung des Rechtsanspruchs und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen schaffen. Und von daher ist das auch ein Beitrag zur Sozialpolitik, dass Familien, Menschen ihr Leben so gestalten können, wie das nach ihren Vorstellungen richtig ist. Und dazu gehört es auch, dass Grundschulkinder eine Betreuung erfahren können. Wir optimieren die Möglichkeit des Übergangs zwischen Schule und Beruf, ein wichtiger Abschnitt, der
von uns begleitet werden muss und gestaltet werden muss. Um die Alltagskompetenz der Kinder und Jugendlichen zu stärken, nehmen wir die Themen Verbraucherschutz und Finanzbildung als besondere Bildungs- und Erziehungsaufgaben mit in die Lehrpläne auf. Ebenso haben wir den Brandschutz als besondere Bildungsaufgabe in das Hessische Schulgesetz aufgenommen. Wir brauchen unsere hessischen Feuerwehren, gerade im Winter, wenn es Unfälle gibt, weil es schneit oder wenn der Tannenbaum brennt. Vielen Dank. Wir stärken deshalb auch die Kooperation der Schulen mit den Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen. Mit dieser Novelle wird das Hessische Schulgesetz den Anforderungen an ein qualitätsorientiertes und zeitgemäßes Bildungssystem gerecht. Es greift Zukunftsfragen wie die Digitalisierung auf, es nimmt die Schülerinnen und Schüler in den Blick und weist den Weg hin zu einer zeitgemäßen Unterrichtsgestaltung. Wir werden eine Belegverpflichtung mit diesem Gesetzentwurf einführen für das Fach Politik und Wirtschaft für beide Jahre der Qualifikationsphase. Damit stärken wir die Kompetenzen in diesem wichtigen Bereich. Im zweiten Jahr der Qualifikationsphase kann das Fach POVI durch Geografie ersetzt werden, wenn es von Beginn an der Einführungsphase belegt wurde, was impliziert, dass wir auch das Fach Erdkunde umbenennen wollen in das Fach Geografie, weil es seiner Bedeutung gerechter wird und auch ein Wunsch des Verbandes der Geografen war. Lassen Sie mich noch ein paar Takte zu den Anträgen, die hiermit aufgerufen werden, sagen. Liebe Frau Kula, ich teile Ihre Auffassung, dass wir in der nächsten Zeit schauen müssen, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler kostenlos ein Schülerticket erhalten und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen können. Aber wir können das jetzt nicht von heute auf morgen machen und wir können das auch nicht für alle machen, die in irgendeine Einrichtung gehen, die sich irgendwie als Schule bezeichnet. Also für die Oberstufe zum Beispiel hatten wir das ja noch nie gemacht, muss man sagen. Ich glaube, dass der, wenn man die Geschichte des ÖPNVs verfolgt, dass man schon feststellen kann, dass es einen Trend hin zu günstigeren Tarifen gibt, zu Jobtickets, zu Hessenticket und so weiter. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren dieser Trend sich fortsetzen wird. Aber wir können jetzt hier heute nicht entscheiden, und das trifft ja dann auch die Schulträger, dass wir den Schulträgern sagen, ihr müsst jetzt für alle Schüler in eurem Landkreis, in eurer Stadt die Transportkosten, die Beförderungskosten für die Schülerinnen und Schüler bezahlen. Das überfordern, das würde die Schulträger überfordern. Ist schon rum. Dann vielen Dank für Ihr Verständnis. Den habe ich in der letzten Sitzung gelernt. Dann kann man noch eine Minute reden. Aber ich bin ganz bei Ihnen, dass das. Herr Dr. Feig, ich habe den Hinweis gegeben, weil mein Verständnis nicht eine Minute ausreicht. Also ich würde Sie bitten. Ich wollte noch mal meinem lieben Kollegen Herrn Brom die Einsatz zurufen, wenn ich das darf, der gleich sagen wird, dass wir den Informatikunterricht ganz dringend brauchen und keinen haben. Das ist ja so nicht richtig. Ich empfehle hier das Buch »Wie reitet man ein totes Pferd«. Da schauen Sie mal bitte rein. Ansonsten haben wir unser schönes Schulfach »Digitale Welt«, das wir demnächst ausrollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich wollte jetzt ehrlich gesagt zuerst Frau Kula dran nehmen. Entschuldigung, Herr Degen, aber Sie sind als nächstes dran. Ich darf, oder ist Frau Kula einverstanden? Ist in Ordnung, dann machen wir es doch so. Dann kommt als nächstes Herr Degen von der SPD-Fraktion. Nee, weil der Änderungsantrag von der Linken da ist. Deswegen hatte ich Frau Kula vorgezogen, damit das ein transparentes Verfahren ist, warum das so ist. Aber wenn hier alle einig sind, dann, Herr Degen, haben Sie jetzt das Wort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Das ist das schönste Nikolausgeschenk heute für mich. Und Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe, glaube ich, kein Problem, mich an die 5 Minuten Redezeit zu halten, denn in dem Gesetzentwurf steht nach wie vor nicht so viel drin. Daran ändert auch der Änderungsantrag nicht. Klar, es ist absolut richtig, dass Brandschutzerziehung gestärkt werden soll. Und
Es ist auch sicherlich in Ordnung, dass künftig Geografie anstatt Erdkunde auf dem Stundenplan steht. Aber unterm Strich endet das alles ja nicht so viel, meine Damen und Herren. Denn bei den wesentlichen Themen, die wir mit unserem Änderungsantrag ja benannt haben, den Sie leider abgelehnt haben, beim Thema Umsetzung des Rechtsanspruchs und beim Thema, wie statte ich wirklich alle Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten aus, den haben Sie abgelehnt. Und deswegen gilt im Grunde für diesen ganzen Gesetzentwurf das Motto, bei Kosten und Zuständigkeiten fragen Sie bitte Ihre Schulleitung und deren Schulträger, bloß nicht den Kultusminister, meine Damen und Herren. Und all das ist ja auch ein bisschen enttäuschend, denn es war ja schon ein Regierungsentwurf, es gab eine Regierungsanhörung, es gab dann eine erste und zweite Lesung. Erst dann hat die Koalition gemerkt, dass sie noch etwas zu ändern hat. Okay, aber besser wird es am Ende eben nicht. Richtig bleibt dennoch, das habe ich in der zweiten Lesung schon gesagt, wahrscheinlich auch in der ersten, dass eben künftig Demokratiebildung, Politik und Wirtschaft oder Geografie bis zum Abitur verpflichtend sein sollen. Das ist dringend wichtig und richtig, meine Damen und Herren, um die jungen Leute zu stärken, besser auf Fake News zu reagieren, um in dieser Welt, wo gerade von rechts immer mehr Populismus kommt, die zu stärken. Deswegen ist es richtig, Politik und Wirtschaft bis zur 13. Klasse durchzuführen, meine Damen und Herren. Aber ich komme noch einmal zu den beiden Baustellen zurück, wo wir meinen, es wird nicht genug geregelt, die zukunftsweisend werden. Das eine ist eben die Umsetzung des Rechtsanspruchs aufs Ganztag. Und Ministerpräsident ist leider nicht da. Er hat vorhin ja gesagt, versprochen gehalten zu seiner Regierungserklärung. Er hat sich ja da schon damals sehr stark für Ganztagsschulen ausgesprochen bei seiner ersten Regierungserklärung. Ich glaube, er hat sogar in einem Interview gesagt, er wolle für Ganztagsschulen kämpfen, meine Damen und Herren. Und jetzt habe ich mir das noch einmal angeschaut in diesem Änderungsantrag hier. Da geht es jetzt darum, dass etwas konkretisiert wird, wie dieser Rechtsanspruch auch umgesetzt werden soll. Und da geht es beim Thema, ich darf mal zitieren, aus diesem Änderungsbefehl, da steht drin, spricht sich die Schulkonferenz im Rahmen der Anhörung gegen die Entwicklung der Schule zu einer Schule mit Ganztagsangeboten aus, dann soll die Schulaufsichtsbehörde nach Möglichkeit auf ein Einvernehmen aller Beteiligten hinwirken, meine Damen. Das ist ein sehr, sehr kraftvoller Ausdruck der Landesregierung, sich für mehr Ganztagsschulen einzusetzen, meine Damen und Herren. Nach Möglichkeit hinwirken, vielleicht, wenn es irgendwie geht, in Einigkeit. Das ist alles. Es gibt überhaupt keinen wirklichen Impuls hier für mehr Ganztagsschulen in Hessen, meine Damen und Herren. Die Verantwortung wird nach wie vor auf die Schulträger abgeschoben. Und Sie haben nicht einmal unseren Impuls aufgenommen, zu sagen, das ist eine gemeinsame Verantwortung von eben Schulträgern und Land. Das haben Sie nicht aufgenommen, sondern Sie schieben nach wie vor die Verantwortung nach unten ab. Ich halte es nach wie vor für falsch, dass am Ende neue Horte gebaut werden müssen, wo doch die Schülerinnen und Schüler eigentlich an der Ganztagsgrundschule sein könnten, meine Damen und Herren. Und genauso fehlt es Ihnen wirklich an der Kraft zu sagen, wir wollen wirklich eine echte digitale Lernmittelfreiheit einführen in Hessen, zumindest schrittweise. Wir werden das mit den Haushaltsanträgen auch noch sehen und auch morgen hier diskutieren. Dazu fehlt Ihnen ebenfalls die Kraft. Und anstattdessen bleibt es bei maximal einer Förderung für Kinder aus sozial schwierigen, schwachen Verhältnissen, meine Damen und Herren. Deswegen, wir bleiben dabei. Wir können Ihrer Schulgesetznovelle so nicht zustimmen, denn sie ist kraftlos. Sie bringt wirklich keine Aussagen außer Bekenntnisse zu eben Finanzbildung, Verbraucherschutz. Das alles ist alles richtig. Gesundheitskompetenz, natürlich auch Schutzkonzepte gegen sexuellen Missbrauch. Aber sie hinterlegen all das bisher mit keinen Mitteln. Ich weiß, das hat im Schulgesetz gar nicht so viel zu suchen. Aber so wie wir Schwarz-Grün kennen, wird sich daran auch in Zukunft nichts ändern. Immer mehr Arbeit für die Schulen, ohne dies wirklich zu finanzieren. Deswegen lehnen wir die Schulgesetznovelle ab. Beim Änderungsantrag haben wir uns enthalten. Bei den beiden Änderungsanträgen, die von Linken und FDP jetzt noch so ganz kurzfristig gekommen sind, sie thematisieren beide richtige Bereiche. Klar macht es Sinn, mehr Informatik an die Schulen zu bringen. Und klar sind wir dabei, dass auch Schülerbeförderung kostenfrei sein soll. Aber ich glaube, das jetzt in aller Kürze zur dritten Lesung eingebracht verdient etwas mehr Debatte. Deswegen werden wir uns dabei enthalten, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bin mitten in der Zeit. Vielen Dank.
Und Herr Degen, das war tatsächlich eine Punktlandung mit exakt 5 Minuten. Und jetzt darf ich das Wort an Frau Kula, die Fraktionsvorsitzende von der Fraktion Die Linke, weitergeben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Heute beraten wir die Novellierung des Schulgesetzes in dritter Lesung. Und heute wird das wohl dann auch leider ohne wichtige Veränderungen verabschiedet. Dabei hat die Anhörung die massive Kritik der Landesschülervertretung, des Landeselternbeirats, der Beschäftigten und der kommunalen Spitzenverbände zum Ausdruck gebracht und auf dringende Nachbesserungen aufmerksam gemacht. Sie haben dann kurz vor dem letzten Ausschuss, apropos Kurzfristigkeit, einen Änderungsantrag vorgelegt, der sich vor allem relativ kleinteilig mit kosmetischen Änderungen und einigen Verbesserungen für Elternbeiräte beschäftigt. Die drei zentralen Kritikpunkte an Ihren Gesetzentwurf greifen Sie aber auch mit dem Änderungsantrag nicht oder eben vollkommen fehlgeleitet auf. Schülertablets sollen weiterhin nicht unter Lernmittelfreiheit fallen. Dabei steht die sogar in unserer Verfassung und muss nach Ansicht von uns als Linken so vielen Anzuhörenden auch im digitalen Zeitalter vollumfänglich gelten. Aber die Landesregierung hat sich dafür entschieden, die Lernmittelfreiheit weiter zu schleifen. Für die Endgeräte bleiben die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern selbst zuständig. Das ist sozial ungerecht und fördert Ungleichheit im Bildungssystem, die wir doch eigentlich dringend abbauen müssen. Es geht also genau in die falsche Richtung, meine Damen und Herren. Wir werden deswegen auch einen entsprechenden Haushaltsantrag einreichen. Die SPD-Fraktion hatte ja einen entsprechenden Änderungsantrag an das Gesetz vorgelegt, den wir auch unterstützt haben. Denn wir finden uns nicht damit ab, dass Kinder aus Familien mit geringem Einkommen nicht im selben Maße am Unterricht teilhaben können sollen, weil sie ein älteres, günstigeres und vielleicht langsameres Gerät dabei haben. Wichtig für mehr Bildungsgerechtigkeit ist auch eine gut ausgebaute und qualitativ hochwertige ganztägige Betreuung an unseren Schulen. Und mit dem vom Bund beschlossenen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz in Grundschulen ab 2026 geht eine Verantwortung für das Land einher, diesen auch flächendeckend bis dahin umzusetzen. Immerhin haben Sie das Thema jetzt aufgegriffen in Ihrem Änderungsantrag, aber Ihre Maßnahmen sind leider eine Verschlimmbesserung. So wie sich die zwei Sätze, die Sie eingefügt haben, zum Ganztag lesen, ist genau das eingetreten, was Kultusminister Lorz seit Jahren praktiziert, nämlich die Verantwortung auf die Schulträger und Kommunen abzuwälzen. Laut Ihrem Änderungsantrag sollen die Schulträger den Anspruch sowie die gesamte Planung drumherum umsetzen, und das Land ist dabei fein raus. Das wird nicht nur zu viel Unmut vor Ort führen, sondern auch einen großen Flickenteppich als Ergebnis haben. Nein, dieser Kultusminister muss beim Ausbau des Ganztags endlich Verantwortung für die Umsetzung, Planung und auch Finanzierung mit übernehmen. So wie Sie sich das vorstellen, geht das leider schief, meine Damen und Herren. Wir haben als LINKE auch noch einen Änderungsantrag eingebracht, weil ein Thema, das in der Anhörung eine große Rolle gespielt hat, bisher überhaupt nicht aufgegriffen wurde. Wir wollen den § 161 des Schulgesetzes ändern, in dem es um das Schülerticket geht. Bisher ist es so, dass Schülerinnen und Schüler, die näher als 2 bzw. 3 Kilometer von ihrer Schule entfernt wurden, das Schülerticket selbst bezahlen müssen, also 365 € im Jahr. Und das ist willkürlich, und das haben wir immer kritisiert. Wir wollen das jetzt ändern, dass sowohl diese willkürliche Kilometerregelung wegfällt, als auch Schülerinnen und Schüler der Oberstufe das Ticket erstattet bekommen. Das ist schon lange ein Thema. Eine Petition, die 2016 gestartet wurde, wurde von über 14.000 Hessinnen und Hessen unterzeichnet, die das gefordert haben. Und damals gab es nicht einmal das Landesticket für Lehrkräfte. Denn es ist doch vollkommen unverständlich, dass Lehrerinnen und Lehrer kostenlos zur Schule fahren können, während nicht wenige Schülerinnen und Schüler in Hessen für die Fahrkarte zahlen müssen, meine Damen und Herren. Und mit diesem Schulgesetz ist alles im Allen wieder eine Chance vertan worden, in dieser seit Jahrzehnten starren Bildungslandschaft wirklich etwas zu bewegen. Was die Landesregierung hier vorlegt, ist unzureichend und enttäuschend. Wir stimmen dem Gesetzentwurf nicht zu, auch nicht mit den angedachten Änderungen der Fraktionen. Und wir werben aber natürlich für die Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Scholz von der AfD das Wort erteilen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Staatsminister Lorz, verehrte Damen und Herren! Bisher gebar das Gesetzgebungsverfahren der Landesregierung zur Novellierung unseres Schulgesetzes exakt 3 Ausschusssitzungen mit heute 3 Plenardebatten sowie eine umfangreiche Expertenanhörung. Und daher halte ich es durchaus für legitim, nach dem erwartbaren Nutzen zu fragen, um diesen immensen Aufwand zumindest im Nachhinein rechtfertigen zu können. In welche schulische Realität ist Ihr Gesetzgebungsverfahren eigentlich eingebettet? Wir hörten es bereits, ich darf noch einmal daran erinnern, 41% unserer Schüler erreichen die von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Mindeststandards in den Fächern Deutsch und Mathematik nicht. Und jeder 4. Schüler hat während seiner Schullaufbahn nicht einmal die dort gelehrten Grundfertigkeiten erworben. Meine Damen und Herren, nichts ist gut in Hessen. Und wir, meine Damen und Herren, beobachten lediglich die rauchenden Trümmer Ihres restlos gescheiterten Bildungssystems, Herr Professor Lorz. Ob nun die Bezeichnungen Lehrer, LehrerInnen, Lehrende oder Lehrkräfte gewählt werden, ist gänzlich unerheblich. Wichtiger ist, die so Bezeichneten fehlen seit vielen Jahren in zunehmender Größe an unseren Schulen. Anstatt jedoch die noch vorhandenen Lehrer von weiteren unterrichtsfremden Aufgaben zu entlasten, werden ihnen im Rahmen der Novellierung neue Aufgabenbereiche zugewiesen. Der Hessische Philologenverband hatte in der Anhörung explizit vor einer weiteren Belastung des schulischen Personals gewarnt und einen zugehörigen Maßnahmenkatalog vorgestellt. Was findet sich hiervon in Ihrer Novellierung wieder? Wozu verschärfen Sie entgegen der Warnung der Fachverbände die Einstellungsvoraussetzungen für Lehrer an den Ersatzschulen? Zur Abmilderung des eklatanten Lehrermangels wäre es doch gerade geboten, bürokratische Hürden innerhalb der zugehörigen Bewerbungsverfahren abzubauen. Wozu, frage ich Sie, nimmt die Landesregierung nach wie vor eine ablehnende Haltung hinsichtlich der Erweiterung der Lernmittelfreiheit um digitale Endgeräte für alle hessischen Schüler ein? Einhellig forderten die angehörten Experten diesbezüglich finanzielles Engagement des Landes ein. Ist es der Landesregierung etwa zu teuer? Ja? Ja, dann, meine Damen und Herren, kommt hierin Ihre ganze Gleichgültigkeit gegenüber den Bedürfnissen unserer Schüler, Lehrer und Eltern sehr gut zum Ausdruck. Insofern war und ist es zwar dumm und sogar widersprüchlich, jedoch auch konsequent, unseren diesbezüglichen Gesetzantrag abzulehnen. Denn wer den Schülern einerseits digitale Lehrwerke kostenfrei zur Verfügung stellt, der muss diesen und den Lehrern andererseits auch einheitlich konfigurierte digitale Endgeräte an die Hand geben. So einfach ist das, meine Damen und Herren. Ja, und im Übrigen, liebe linken Fraktion, es war die AfD, die zuerst mit diesem Antrag hier überhaupt ins Plenum kam. Jetzt schmücken Sie sich mit diesen Anträgen. Also, setzen Sie sich doch mal durch. Ja? Machen Sie doch mal was und machen Sie hier Nägel mit Köpfen. Meine Damen und Herren, Mit Konsistenz scheint es die Landesregierung nicht zu haben. Die seitens des Hessischen Städtetages eingeforderte Verankerung der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung wurde zwar kurz vor Torschluss in die Novellierung des Schulgesetzes aufgenommen, jedoch versehen mit dem konflikterzeugenden Zusatz, wonach die Schulträger auch ohne Antrag der Schulkonferenz Ganztagsangebote entwickeln können. Meine Damen und Herren, Ganztagsangebote sind selbstverständlich einvernehmlich von Kommune und Schule zu konzipieren und auch umzusetzen. Hierzu wäre auch die Erstellung einer Bedarfsanalyse bezüglich des Wunsches der Eltern nach Ganztagsbetreuung zielführend. Wie wir jedoch hinlänglich wissen, Herr Professor, hat es die Landesregierung auch mit den Datenerhebungen nicht so. Auch die Einarbeitung des Änderungsantrags der LINKEN würde die Novellierung nicht zustimmungsfähig werden lassen.
ob nun auch die Schüler der Sekundarstufe 2 unentgeltlich mit dem Bus zur Schule gebracht werden oder nicht, ändert nichts an der zugrunde liegenden Problematik. Schülerpopulation und schulrechtlicher Rahmen passen ohnehin längst nicht mehr zusammen. Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist vielmehr mit jemandem vergleichbar, welcher den Bewohnern eines vorsätzlich zerstörten Hauses mit großer Geste einen Besen zur Entfernung des Trümmerschutzes überreicht. Ich darf Sie bitten, jawohl, Frau Präsidentin, ich komme zum Ende. Denken Sie noch einmal darüber nach, an dieses Gleichnis. Die Novellierung des Hessischen Schulgesetzes in der vorliegenden Fassung ist untauglich und erfährt auch in der dritten Lesung unsere Ablehnung. Ich danke für die geschätzte Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Abgeordneten Kahnt fraktionslos das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf eröffnet neben redaktionellen Änderungen eine Fortentwicklung in pädagogisch-inhaltlicher Hinsicht. Besondere Bildungs- und Erziehungsaufgaben sind um gesellschaftlich relevante Bereiche wie etwa die Gesundheitserziehung oder die Verbraucher- oder Finanzbildung erweitert. Zudem werden hessische Schulen mit Unterstützung des Kultusministeriums Schutzkonzepte gegen jede Art von Gewalt entwickeln. Auf weitere sehr anzuerkennende Maßnahmen des Gesetzentwurfs, wie etwa den Ausbau von Studienplatzkapazitäten im Lehramtsstudium, die Schaffung von 4.000 neuen Lehrerstellen oder die Qualifizierung von Quereinsteigern, kann ich aus Zeitgründen nicht näher eingehen, wiewohl sich das lohnte. Allerdings möchte ich anmerken, mir persönlich geht der Gesetzentwurf in einem Punkt, nämlich auf eine notwendige Reform unseres Schulsystems, noch nicht weit genug. Es geht für mich nicht allein um Klagen hinsichtlich der Ausstattung von Schulen mit digitalen Endgeräten, die das Land nicht als Lernmittel zur Verfügung stellt. Es geht mir auch nicht allein um Klagen über auszubauende Digitalisierung, auch nicht um fehlende Lehrkräfte. Dazu gibt es doch bereits entsprechende Maßnahmen. Was mich treibt, ist der Ausbau von Ganztagsschulen. Dazu gibt es im Gesetzentwurf Ansätze. Der Pakt für den Nachmittag soll zum Ganztag weiterentwickelt werden, bei dem Grundschulen und Grundstufen von Förderschulen eine Betreuung bis 14.30 Uhr für den Klassenverband entgeltfrei anbieten können. Das ist gut, dennoch von einer Ganztagsschule entfernt. Nimmt man gegenwärtige Entwicklung von Schulen und ihre Probleme in den Blick, dann führt pädagogisch gesehen kein Weg vorbei an einer breiten Einführung von Ganztagsschulen. Sie bieten wechselnde Lern- und Bewegungs- und Entspannungsphasen für ein nachhaltiges und soziales Miteinander. Kombiniert mit einem Mittagessen entwickelt sich für alle Beteiligten ein Rhythmus, der modernen pädagogischen, zeitgemäßen Erkenntnissen und Lernansätzen entspricht, der endlich eine zukunftsfähige Lösung des bisher sechsstündigen Schulvormittags anbietet, der ohne Übertreibung einem Waschmaschinen-Schleuderprogramm gleicht, bei dem alle Beteiligten wissen, wie verknittert sie hinterher herauskommen. So gesehen fehlt noch der Mut zum ganz großen Wurf. In der Zusammenfassung, mir ist bewusst, gut Ding will Weile haben, aber ein guter Anfang ist mit dem Schulgesetz gemacht. Fortsetzung folgt bestimmt. Vielen Dank. Hat es gereicht? Ist in Ordnung. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Abgeordneten May von Bündnis 90 Die Grünen das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Das heute zu Ende gehende Gesetzgebungsverfahren modernisiert das Hessische Schulgesetz an einer Vielzahl von Punkten. Wir haben dabei nicht nur das Koalitionsprogramm vor Augen gehabt, sondern haben auch aus der Anhörung viele wichtige Punkte gewinnen können, sodass wir einen umfangreichen Änderungsantrag heute mit berücksichtigen können. Und ich glaube, dass das ein Lehrstück dafür ist, wie progressive Schulpolitik vorangeht und dabei die Stakeholder von Schule mit einbezieht, glaube ich, ein ganz schöner Erfolg für die hessische Schullandschaft. Und wie gehaltvoll der Gesetzentwurf letztendlich geworden ist, sehen Sie daran, wie wenig sich die RednerInnen der Opposition darauf bezogen haben, sondern da ist man doch sehr am Ungefähren geblieben und ist nicht auf die konkreten Punkte direkt eingegangen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle noch einmal deutlich machen, welche Fortentwicklungen hier
vorgenommen wurde. Ein wichtiger Punkt ist die Entwicklung des Ganztags an unseren Schulen. Und entgegen dem, was hier immer wieder angemerkt wurde, haben wir eben auch ganz klargestellt, wie der Anspruch im Grundschulbereich verwirklicht werden kann. Und da gibt es auch, Herr Kollege Degen, keine Fragezeichen mehr. Der Gesetzentwurf ist jetzt so klar, dass ihn auch niemand mehr missverstehen kann. Und wenn Sie hier ein Zitat nur unvollständig wiedergeben, um Ihre Behauptung zu belegen, dann zeigt das doch, wie dünn die Argumentation ist. Es ist vollkommen klar, wir befähigen jetzt die Schulträger, dass sie verbindlich den Ganztag für ihre Grundschulen umsetzen können. Und damit schaffen wir mehr Beschleunigung für den Grundschulausbau an unseren Grundschulen. Und damit lösen wir das Betreuungsproblem von ganz vielen Eltern in Hessen. Und um das deutlich zu machen, wir haben auch wichtige neue Punkte aus der Anhörung herausgenommen. Ich möchte deswegen hier mal einen Punkt hervornehmen, der zwar nur eine Minderheit der Schülerinnen und Schüler betrifft, der aber in der Vergangenheit nur selten betrachtet wurde, nämlich derjenigen, die eine Teilleistungsstörung haben, also diejenigen, die Dyskalkulie oder Degasthenie haben. Früher war da die Fehlvorstellung, die würden nur zu wenig üben, die könnten das aus irgendwelchen Gründen nicht, aber die Forschung ist hier halt weitergekommen und das hat die Verbandsvertreterin sehr deutlich dargelegt, dass es eben hier einen anderen Ansatz braucht, dass wir hier klarstellen müssen, dass wir diese Schülerinnen und Schüler in allen Jahrgangsstufen, in allen Schulformen berücksichtigen müssen. Und weil das überzeugend war, haben wir uns als Regierungskoalition auf den Weg gemacht, haben das jetzt im Gesetz klar gemacht, um hier ganz klar den inklusiven Charakter des Schulgesetzes noch einmal hervorzustellen. Das zeigt, wie wir mit Anhörungen umgehen. Wir nehmen sie nicht sehr ernst, was die Anhörer uns schildern, und nutzen das zur Bereicherung unserer Gesetzentwürfe. Aufgrund der Kürze der Zeit in der dritten Lesung kann man die meisten Inhalte nur kurz anfügen. Aber ich möchte sie zumindest erwähnen, damit sie hier noch einmal auch allen klar werden. Mit dem Gesetz schaffen wir die Umsetzung der durchgehenden Beschulung des Fachs Politik und Wirtschaft auch in der Oberstufe. Wir schaffen eine Geschwisterregel beim Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe 1. Wir haben umfangreiche Änderungen der Selbstorganisation bei der Schülervertretung und bei der Elternvertretung vorgesehen. Und im Gegensatz zu dem, was einer der Vorredner gesagt hat, haben wir im Bereich der Ersatzschulen ja gerade auf das gehört, was die Anzuhörenden uns auf den Weg gebracht haben, und haben auch an dieser Stelle gezeigt, wir machen Schulpolitik mit den Beteiligten, nicht gegen sie. Wir wollen ermöglichen statt verordnen, und das ist auch Geist dieses Schulgesetzes. Und ein Punkt, der bereits schon in der ursprünglichen Fassung drin war, der jetzt aber noch einmal nachgeschärft wurde, weil das ja vor allen Dingen aus dem Bereich der IHK uns zurückgemeldet wurde, ist die Datenübermittlung von Schülerinnen und Schülern nach dem Schulabschluss. Dort haben wir jetzt ein neues Instrument, wo diejenigen Schülerinnen und Schüler, die keine Anschlussperspektive haben, dass wir da einen automatischen Datenabgleich mit der Agentur für Arbeit haben. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil wir nämlich niemanden zurücklassen wollen. Wir sind schon sehr gut. Wir haben die wenigsten Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss. Und jetzt wollen wir noch besser werden, dass wir die Übergangsquote in den Berufen, die Ausbildung weiter verbessern können. Und da ist jetzt auch die geänderte Fassung ein sehr wirksames Instrument, um das zu verbessern. Auf die letzten Meter möchte auch ich mich bei allen am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten bedanken, bei den Anzuhörenden, aber auch bei den Zuarbeitern der Fraktionen und der Ministerien. Auch bedanken möchte ich mich bei der Opposition, weil Opposition ja Differenz auch deutlich macht. Da gibt es die SPD, die eine reine Binnensicht hat, die Linkspartei, die heute mal kurz Millionen Mehrausgaben verspricht, so wie bei jedem Tagesordnungspunkt, ohne eine Idee zu haben, wie das überhaupt finanziert werden soll. Und die FDP, die nicht mal einen Änderungsantrag zum Gesetz hinbekommen hat. Da unterscheiden wir uns von CDU und Grünen sehr deutlich. Wir sind zuverlässige Partner unserer Schulen, und wir entwickeln unsere Schulen weiter. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Abgeordneten Promny von den Freien Demokraten das Wort erteilen. Ja, Frau Präsidentin,
Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Entwurf ist und bleibt zu wenig. Und ein zukunftsfähiges Schulsystem werden Sie hiermit auch nicht erreichen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch wenn Sie mit dem Änderungsantrag noch einmal nachgelegt haben, da haben Sie auch einige Dinge berücksichtigt, die wir begrüßen. Beispielsweise bei der Genehmigungspflicht von Lehrkräften an Ersatzschulen haben Sie Anpassungen vorgenommen. Wir haben aber auch schon bei der Diskussion im Hinblick auf die Lehrkräfte und das Lehrkräftebildungsgesetz diskutiert, dass hier weiterhin der Zugang gerade bei den Fortbildungen ein sehr großes Problem ist. Und das sind Sie nicht angegangen. Ich werde kurz zwei Dinge noch einmal ansprechen, die fehlen. Erstens, der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung wird sich mal nicht ebenso alleine erfüllen. Und die Schulen, ja, den Schulen wird durch den Änderungsantrag die Möglichkeit gegeben, den Rechtsanspruch zu gestalten. Ja. Und außerdem kann ein Schulträger nun auch ohne Zustimmung der Schulkonferenz eine Schule zur Ganztagsschule machen. Aber ein hätte, könnte, sollte allein wird nicht reichen. Und lieber Kollege May, die Frage ist doch weiterhin hier im Raum. Wer ist denn jetzt für die Umsetzung dieses Rechtsanspruchs organisatorisch und finanziell verantwortlich? Diese Frage ist nach wie vor nicht beantwortet, meine Damen und Herren. Und zweitens, für mich der wichtigste Kritikpunkt, wir brauchen einen flächendeckenden, verpflichtenden Informatikunterricht. Wir fordern Sie mit unserem Antrag auf, endlich ein Pflichtfach Informatik einzuführen. Das soll in der 5. und 6. Klasse beginnen und weiter ausgerollt werden. Und das Kerncurriculum dazu liegt ja schon seit Jahren beim Kultusminister im Schrank. Ja, liegt da im Schrank. Zugegeben, klar ist, dass auch hier die Lehrkräfte die Achillesferse sind. Ja, aber Sie haben ja die Instrumente in der Hand und könnten das in den Griff bekommen. Erhöhen Sie die Ausbildungs- und Weiterbildungskapazitäten, schaffen Sie attraktive Fortbildungsmöglichkeiten und erstellen Sie ein Konzept wie beispielsweise fliegende Informatiklehrkräfte, die durch hybride und digitale Modelle an mehreren Schulen eingesetzt werden könnten. Oder, Herr Kultusminister, wenn das jetzt nicht für Sie ausreichend ist, dann lassen Sie sich doch von anderen Bundesländern inspirieren. Schauen Sie doch einfach einmal dahin. Andere haben schon längst das Pflichtfach eingeführt. Und auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission hat ja die Einführung kürzlich erst empfohlen. Sie weist unter anderem darauf hin, dass mehr Schülerinnen und Schüler Informatik auch in der Oberstufe wählen, wenn sie es bereits in der SEC 1 verpflichtend unterrichtet wurde. Und außerdem hat das Pflichtfach noch eine andere positive Auswirkung auf das Interesse von Mädchen und Frauen an Informatik, meine Damen und Herren. Ich denke, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ich fordere Sie also auf, Beenden Sie das Zaudern, stimmen Sie unserem Antrag zu und führen Sie Informatik als ein Pflichtfach ein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort der Kultusminister Professor Lorz. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als ich am 14. Juli den Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für die Landesregierung in das Plenum dieses Hohen Hauses eingebracht habe, habe ich die wesentlichen Ziele der Novellierung bereits benannt. Stärkung des Einsatzes digitaler Lehr- und Lernprogramme in den Schulen, Stärkung von Alltagskompetenzen der Schülerinnen und Schüler, Ausbau des Ganztagsangebots, Vertiefung der politischen Bildung und Qualitätssicherung der Arbeit der privaten Schulen. Nachdem nun die parlamentarischen Beratungen und die Anhörungen im KPA mit der heutigen dritten Lesung abgeschlossen sind, lässt sich festhalten, die Ziele, die die Landesregierung mit dem vorgelegten Gesetzentwurf verbunden hat, sind bestätigt worden und finden sich weiter ausgeschärft, auch im Inhalt des Ihnen vorliegenden Änderungsantrags von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Und es ist mir eine besondere Freude. Und es ist mir eine besondere Freude, dass gute Vorschläge aus der Landtagsanhörung sich hier in einer Reihe von Anstößen zur Weiterentwicklung des Gesetzes wiederfinden. Im Rahmen der zweiten Lesung hatte ich Ihnen bereits den einen oder anderen Punkt skizziert, der noch Veränderungen erfahren könnte.
Und Stand heute können wir sagen, vor Ihnen liegt ein Änderungsantrag, der eine ganze Reihe von sinnvollen und den Gesetzentwurf gut ergänzenden Änderungen enthält. Und so ein Antrag schneit ja nicht einfach vom Himmel, sondern, wie Sie erkennen können, hat man sich hier sehr offen gegenüber den Anregungen gezeigt, die die Verbände im Rahmen der Landtagsanhörung gegeben haben. Deutlich kann man erkennen, das Leitmotiv des Änderungsantrags war und ist es, das Schulgesetz gesellschaftlich konsensual im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler weiterzuentwickeln. Lassen Sie mich daher nur noch einige wenige Punkte herausgreifen. Kollege May hat bereits erwähnt, die Konkretisierung des Anspruchs auf individuelle Förderung für Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsstörungen. Diese Konkretisierung verdeutlicht ganz bewusst, dass sich der Anspruch auf die gesamte Schulzeit und auf alle Schulformen und Bildungsgänge erstreckt und ergänzt sich gut mit den ausführlichen Regelungen zum Förderanspruch, der sich wie ein roter Faden durch das ganze Schulgesetz zieht. Ein weiterer wesentlicher Punkt betrifft die Vorschriften zur Stärkung der Partizipation an Schulen. Da hatten wir das Beispiel der beruflichen Schulen, wo die Aufgaben und Rechte der Schulkonferenz dann auf die Gesamtkonferenz übergehen, wenn Vertreterinnen und Vertreter der Eltern oder der Schülerinnen und Schüler nicht gewählt werden können. Das war unbefriedigend, weil das die entscheidende Rolle der Schulkonferenz aufgehoben hat. Dafür gab es einen Vorschlag, das zu ändern. Der ist aufgegriffen worden. Und so werden die engagierten Menschen in den Schulgemeinden auch weiterhin auf die Entwicklung ihrer Schule Einfluss nehmen können. Zwei weitere Aspekte habe ich bereits in der zweiten Lesung angesprochen, will sie daher nur noch kurz erwähnen. Das ist die Vereinfachung des Wahlverfahrens zum Landeselternbeirat und die Erfüllung der Bitte der Landesschülervertretung, das Quorum für die Beschlussfähigkeit ihrer Gremien so zu vereinfachen, dass mindestens die Hälfte der Schulen in den Sitzungen vertreten sind, aber unabhängig davon, ob das ein oder zwei Vertreter sind, die dann von der jeweiligen Schule anwesend sind. Und so könnte ich weitermachen und noch weitere Punkte des Gesetzentwurfs oder des Änderungsantrags aufzählen. Aber ich glaube, die Beispiele illustrieren bereits, wie harmonisch der Änderungsantrag sich in die Weiterentwicklung des Regierungsentwurfs einfügt. Und natürlich haben wir Punkte wie Digitalisierung, Datenschutz oder Ganztag im Ausschuss, in der Regierung, auch auf der Ebene des Landtags vielfach erörtert. Und ohne die damit verbundenen Fragen noch einmal vertiefen zu wollen, ich glaube, es ist uns gelungen, gerade auch so Fragen wie die unterschiedlichen Zuständigkeiten, den Dualismus von Land- und Schulträger ausreichend zu berücksichtigen und den verschiedenen Interessen im gebotenen Maße gerecht zu werden. Ich will daher auch nur eines zum Abschluss betonen. Vergessen wir nicht, dass im Mittelpunkt natürlich auch dieser Schulgesetznovelle unsere Schülerinnen und Schüler stehen. Ich hatte eingangs die Konkretisierung des Anspruchs auf individuelle Förderung erwähnt, aber in diesen Kontext gehört beispielsweise auch die Neuregelung des Schutzkonzepts gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch und die Klarstellung, die Sie jetzt im Änderungsantrag finden, dass das selbstverständlich auch für Schulen in freier Trägerschaft gelten soll. In der gymnasialen Oberstufe, da ist das Stichwort Politik und Wirtschaft, dienen die Änderungen dem Zweck, dem Bildungsauftrag für die Jugendlichen und ihrem Anspruch auf schulische Bildung gerecht zu werden. Und eine sehr sinnvolle Änderung ist beispielsweise auch, dass den Schülerinnen und Schülern jetzt auch die wichtige Arbeit der Feuerwehren und Hilfsorganisationen im schulischen Umfeld nähergebracht werden soll. Das ist, glaube ich oder hoffe ich, auch ein guter Beitrag, um das Ehrenamt in Hessen weiter zu stärken. Und so hebe ich mir zum Abschluss nur noch den Punkt des Ganztags auf. Denn das ist ja der hier auch wieder vielfach angesprochen worden ist, völlig zu Recht, weil das einfach eine ganz erhebliche Bedeutung hat. Hier geht es auch darum, den Anspruch auf ganztägige Förderung weiter auszubuchstabieren, sodass ihn die Schulen der Primarstufe zur Weiterentwicklung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags selber nutzen können. Der Bezugsrahmen des Gesetzes bleibt die Bildung, bleibt das Wohl der Schülerinnen und Schüler. Aber da erhalten jetzt eben auch die zuständigen Träger mit der Weiterentwicklung der Vorschriften des Schulgesetzes die Möglichkeiten, den hessischen Weg zum Ausbau und zur Weiterentwicklung der Ganztagsangebote weiter zu beschreiten. Das aber ohne die Meinung der Eltern und der Schulen vor Ort zu überhören. Das war mir sehr wichtig, dass wir das auch weiterhin im Gesetz verankert haben. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann es Ihnen nun mal nicht ersparen, die Frage, lieber Herr Kollege Promny, wer für die Organisation zuständig ist,
die ist beantwortet, und zwar vom Bundesgesetzgeber. Und es sind und bleiben die Kinder- und Jugendhilfeträger. Und alles, was wir tun, das nehmen wir auch ernst, dient dazu, dass wir das möglichst gut mit der schulischen Arbeit verzahnen, dass wir möglichst viel davon in die Schule holen. Aber deswegen können wir trotzdem die bundesgesetzliche Zuständigkeitsverteilung nicht ändern, auch wenn Sie das hier in diesem Plenum noch so oft von uns verlangen werden. Und jetzt würde ich Sie bitten, zum Schluss zu kommen, Herr Minister. Und vielen Dank, Frau Präsidentin. Das soll auch schon mein vorletzter Satz gewesen sein. Der letzte ist, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie werden dem Gesetz gleich zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind am Ende der Rednerliste angekommen und kommen nun zur Abstimmung. Ich darf zunächst über den Änderungsantrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 20-9648, abstimmen und darf fragen, wer stimmt dem Änderungsantrag zu? Das ist die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die Freien Demokraten, die AfD, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Wer enthält sich? Bei Enthaltung dann der SPD. Ist der Änderungsantrag abgelehnt? Und wir kommen dann zur Abstimmung über den Gesetzentwurf. Ja, Entschuldigung. Frau Präsidentin, ich hatte darum gebeten, unseren Änderungsantrag 9670 ebenfalls als Änderungsantrag zum Gesetz abzustimmen. Das ist ein dringlicher Antrag und den würde ich gleich nach dem Gesetzentwurf abstimmen lassen. Aber erst das Gesetz? Okay, und dann machen wir den dringlichen Antrag. Also, dann würde ich jetzt aber feststellen, wir haben festgestellt, der Änderungsantrag ist abgelehnt und damit kommen wir jetzt aber zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 20-9600 zu Drucksache 20-9456 zu Drucksache 20-8760 in der Fassung der Beschlussempfehlung. Und ich darf fragen, wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist die Fraktion der CDU und von Bündnis 90 Die Grünen. Ich darf fragen, wer stimmt dagegen? Und der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Ich darf fragen, wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der SPD, Fraktion Die Linke, die AfD. Wer enthält sich? Bei Enthaltung der FDP ist der Gesetzentwurf damit angenommen und wird zum Gesetz erhoben. Und jetzt, lieber Herr Dr. Büger, stimmen wir selbstverständlich noch über den dringlichen Antrag ab. Das ist der dringliche Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Das ist die Drucksache 20-9670. Ich darf fragen, wer stimmt dem Antrag zu? Das sind die Freien Demokraten. Dann darf ich fragen, wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Ich darf fragen, wer enthält sich? Bei Enthaltung der SPD, der Fraktion Die Linke, der AfD. Damit ist der dringliche Antrag abgelehnt. Damit sind wir nun am Ende der Tagesordnung angekommen. Ich darf noch darauf hinweisen, dass jetzt im Raum 501a der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst tagt. Und ich wünsche einen schönen Restabend. Wir sehen uns morgen. Dankeschön.